Herzlich willkommen beim Osmose TV. Nein, ihr merkt schon, der Typ hat sich in meinen Kopf reingefressen. Mann. Ich hoffe, ich kriege ihn demnächst mal wieder raus. Herzlich willkommen beim Reinigen wie ein Profi. Unser Thema heute: Feuchtwischen. Jetzt wird sich jemand wahrscheinlich denken, oh, was will der mir über das Feuchtwischen erzählen? Ich habe schon feucht gewischt, da warst du noch flüssig. Habt ihr den Witz verstanden? Feuchtwischen, nasswischen, flüssig. Egal, der war schlecht. Also, Feuchtwischen. Feuchtwischen ist auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit nasswischen. Das sind zwei verschiedene Arbeitsgänge. Eine kleine Story. Der Arbeitgeber verdonnert euch zum Feuchtwischen, sagt, oh, du musst dann mal feucht durchwischen und stellt euch mal vor, der Arbeitnehmer, ausgebildeter Gebäudereiniger, kennt den Unterschied zwischen Feuchtwischen und Nasswischen. Ab zum Objekt fängt er an, feucht zu wischen. Zu der Definition komme ich gleich. Feuchtwischen, ein Arbeitsgang, fertig, nächster Raum und so weiter. Am nächsten Tag Reklamation, die Schule hat angerufen, der Direktor, ja, wen haben Sie mir denn da geschickt? Der hat ja nicht ordentlich gewischt. Da sind ja noch überall Flecken drauf. Und bla bla bla. Der Arbeitgeber ruft den Arbeitnehmer zu sich. Was hast du denn da gemacht? Ich habe dir doch gesagt, du sollst feuchtwischen. Da sind ja noch überall Flecken drauf. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Feuchtwischen ist nicht gleich nasswischen. Wenn ihr dann noch dem Arbeitgeber erzählt, was feuchtwischen und nasswischen ist, den Unterschied, dann kann es sein, dass er richtig sauer wird. Hoffentlich mal nicht, weil im Endeffekt ist es ja die Schuld des Arbeitgebers, weil er ja gesagt hat, feuchtwischen. Natürlich kann man auch die eigene Initiative ergreifen und dann mal nass durchwischen, was in dem Fall länger dauert. Aber was passiert dann, wenn man auf Akkord arbeitet oder auf Pauschale? Dann geht das Geld flöten. Also sollte sich jetzt eine Bitte an die Arbeitgeber mal Gedanken machen, was der Unterschied ist zwischen feuchtwischen und nasswischen. Und es geht weiter, jetzt kommen wir mal zu der Definition, was Feuchtwischen angeht. Feuchtwischen ist staubbindendes Wischen in einem Arbeitsgang mit einem präparierten Wischbezug. Das ist Feuchtwischen. Zu den Wischbezügen kommen wir gleich. Das Ziel vom Feuchtwischen, das besagte Objekt, wo halt diese Methode angewendet wird, ist frei von Staub, frei von Flaum, frei von Haaren, frei von Hautschuppen, abgekauten Fingernägel und so weiter. Also frei von aufliegenden Schmutz. Im übertragenen Sinne auch frei von Grobschmutz, was sowieso sein sollte. Also quasi den größten Grobschmutz, dann hebt man sowieso mit der Hand ab, ab in den Mülleimer. Und den Rest kann man ja vielleicht mit der Wischmethode dann aufsammeln. Das ist dann Feuchtwischen. Aber jetzt kommt das Aber. Feuchtwischen bedeutet nicht, dass der komplette Raum auch frei von vertrockneten Flecken ist. Das ist der Unterschied zum Nasswischen. Beim Feuchtwischen hat der vertrocknete Dreck gar nicht die Möglichkeit, angelöst zu werden. Beim Nasswischen wiederum schon. Wobei beim zweistufigen besser als beim einstufigen. Dazu kommen wir auch noch im nächsten Thema. Das wird sehr umfangreich. Das Nasswischen wird sehr, sehr umfangreich, weil ich gehe dann natürlich auch auf verschiedene Reinigungsmittel ein, wie zum Beispiel Wischpflege, Alkoholreiniger, Allzweckreiniger und so weiter. Wird wahrscheinlich 2-3 Teile sein. So, also man merke, Feuchtwischen, staubbindendes Wischen, frei von aufliegenden Schmutz, mit präparierten Wischbezug, Getränkeflecken können immer noch haften bleiben, je nachdem wie frisch die sind. Was für Feuchtwischgeräte gibt es? Ja, ganz normale Bezugshalter, kennen wir ja. In den Turnhallen wird meistens ein Scherenmop verwendet oder so ein 1,80 Mop, 1,60 Mop, also quasi Bezugshalter mit einem Metallrahmen, ne, da wo man den Mob dann umwickeln kann, quasi mit der Schleife oben drauf zuziehen kann. Am besten, dazu kommen wir gleich. Da machen auch viele gravierende Fehler, was das Feuchtwischen angeht. Dann gibt es noch
ich habe hier auch zufälligerweise einen liegen, aber zufällig, rein zufällig. Standard 50er Bezugsseite, Stange, feste Stange, Kardangelenk. Vorteil bei diesem Ding, zumindest für mich, es ist exakt, ich bin 1,91, muss ich mal wieder messen, ich weiß nicht mehr genau. Ein Vorteil bei dieser Stange beziehungsweise, es ist, wenn ich mich aufstelle, aufrecht und die Stange endet genau da, wo mein Kinn anfängt. Das ist die Idealhöhe für jede arbeitende Person in der Gebäudereinigung. Ist es da drunter, Rückenprobleme. Ist es da drüber, sehr unhandlich, vor allen Dingen, wenn man Treppen wischt. Was wäre dann als Alternative dazu? Ganz einfach. Falls es in eurem Lager oder in eurer Firma nicht vorhanden ist, sprecht den Arbeitgeber darauf an, dass dieser eine Teleskopstange kaufen soll. Eine Teleskopstange, die man sich der Höhe entsprechend selbst einstellen kann. Das wäre das Optimalste, weil ich kann euch garantieren, ist die Stange zu klein, macht ihr euch euren Rücken kaputt. In der ganzen Zeit in der gebückten Haltung zu laufen, ist nicht gut. So viel dazu. Los holen. Dann gibt es noch zwei weitere Geräte. Jetzt Trapezwischgerät. Trapezwischgerät wird selten verwendet. Also doch, wird eher selten verwendet. Die Dinger mag ich persönlich auch nicht. Das muss ich mal jetzt an dem Gerät hier zeigen. Ein Trapezwischgerät ist einfach nur, also dieser Bezugshalter. Und hier unten sind Noppen angebracht, quasi Noppen, bestes Beispiel ist ein Klettverschluss. Sind halt Noppen angebracht, spezielle Haftungsnoppen, wo dann dieser Wischbezug dran haften bleibt. Dieser Wischbezug legt ihr, präparierten Wischbezug legt ihr auf den Boden, stellt den Mobhalter sage ich mal so, Bezugshalter stellt oben drauf und schon bleibt er haften, schon könnt ihr loslegen. Mag ich persönlich nicht. Oh, den brauche ich ja gleich. Dann gibt es noch das Lamellenwischgerät. Lamellen, hier sind Löcher. Hier müssten zwei sein, dann müssten, ja, und hier müssten zwei sein. Vielleicht eventuell auch hier an den Seiten. Lamellenwischgerät wird meistens für Einwegtücher oder Mehrzwecktücher verwendet. Dann gibt es noch Mehrzweckfließtücher. Diese werden halt, diese werden halt hier oben drauf, unten drauf gelegt, dann quasi auf den Boden gestellt, erst das Mehrzwecktuch auf den Boden gelegt, das Gestell oben drauf und dann wird der Überschuss umgeklappt und in diese Löcher gestopft. Und schon kann man damit arbeiten. Diese Dinger sind halt imprägniert, befeuchtet, manche gibt es dann auch mit Öl und damit kann man dann arbeiten. Maximal je nach Verschmutzungsgrad 50 Quadratmeter. Dann entweder umdrehen oder wegschmeißen und neues holen. So, kommen wir zu den Wischbezügen. Da gibt es auch feine oder kleine Unterschiede. Wo fange ich am besten an? Hier. Ganz normales Mikrofaser-Wischbezug. Dann gibt es noch, wissen die meisten nicht oder haben die meisten Probleme damit, was heißt Probleme, wurde den meisten nicht gesagt, dass man damit so arbeiten soll und nicht so. Und zwar gibt es auch so eine Art Mikrofaser, aber der Unterschied ist, dass die Fasern hier aus synthetischen, also quasi, dass die Fasern aus Synthetik bestehen, also synthetischem Material. Und diese Wischbezüge bezeichnet man als elektrostatische Wischbezüge. Diese muss man nicht befeuchten. Denn wenn man diese befeuchtet, geht die Möglichkeit verloren, dass sich das Ding auflädt und quasi staubbindend wischen kann, den Staub anzieht und haftend macht, quasi nicht wieder loslässt. Ja, also wir haben nochmal zurück. Normaler Fransenmob kennen wir ja, dann Mikrofaser und dann halt elektrostatische Wischbezüge. Das sind halt die Wischbezüge, die man fürs Feuchtwischen verwendet.
So, jetzt kommen wir zu dem Präparieren. Folgendes. Man zieht den Wischbezug, nehmen wir mal jetzt den Mikrofaser, aus Baumwolle, nicht den elektrostatischen, den darf man ja nicht befeuchten. So, es gibt zwei Unterschiede. Wenn man feucht wischen muss, den Auftrag hat, man zieht einen trockenen Wischbezug auf, nimmt ein Sprühkännchen mit der vorgefertigten Reinigungslösung, quasi schon ordentlich dosiert, sprüht hier drauf, man kann entweder hier nur die obere Fläche drauf sprühen. Falls, wenn man, der Gedanke ist eigentlich der, dass falls man doch zu nass macht, dass quasi die Rückseite dafür verantwortlich ist, dass schon ein bisschen trocken gemacht wird. Oder man kann auch vollflächig einsprühen, muss man halt aufpassen, dass man es nicht zu nass macht. Dasselbe auch bei Fransenmops kann man auch machen. Bei den normalen bei den elektrostatischen sollte man das nicht machen. Quasi nebelfeucht einsprühen und schon kann man damit arbeiten. Zu dreckig wechseln, neuer Wischbezug. Auswaschen sinnlos. Dann gibt es aber auch noch einen Vorteil, wie man sich Zeit sparen kann. Beziehungsweise wie sich die Firma Zeit sparen kann. Wenn die Wischbezüge gewaschen worden sind, man muss nicht unbedingt, jetzt kommt es, man muss nicht unbedingt einen Wischbezug haben, beziehungsweise in dem Sprühkännchen, man kann Reinigungslösung haben, quasi gemischt mit einem Reinigungsmittel. Man kann auch ohne arbeiten. Ist auch möglich. Es geht ja im Endeffekt nur um staubbindendes Wischen. Sorry. Und nochmal zurück zum Thema. Um Zeit zu sparen, kann die Firma, wenn sie die Wischbezüge gewaschen hat, wenn die geschleudert sind, diese auch schleuderfeucht lassen. Quasi in einen Eimer verpacken, luftdicht, dass die Feuchtigkeit nicht entrinnen kann, nicht diffundieren kann, verschließen und dem Arbeitnehmer mitgeben. Dieser kann sich dann die rausholen, jedes Mal, wenn das 20 Stück vielleicht drin sind, und damit halt feucht wischen, staubbinden. Kann man auch. Und so spart man sich Zeit quasi immer mit diesem Angefeuchterei. Angefeuchterei, so ein Wort gibt es doch nicht. Mit der Anfeuchterei. Kommen wir zu dem Lamellenwischgerät, zu den Mehrzwecktüchern. Habe ich gerade Mehrzwecktücher gesagt? Nein. Falsch. Ich meine natürlich Mehrwegtücher. Mehrwegtücher die bestehen meistens aus Synthetikmaterial. Dann gibt es aber auch noch die Einwegtücher. Diese bestehen aus Zellulose. Die kann man da auch wegschmeißen. Die Mehrwegtücher kann man dann waschen. Dann gibt es natürlich die Einwegfließtücher, die schon imprägniert sind, vorgefertigt. Manche muss man dann mit Öl imprägnieren. Manche sind schon mit Öl imprägniert worden. Und mit denen kann man auch arbeiten. Was Einweg- und Mehrwegfließtücher oder braucht man gar nicht viel zu sagen, kann man auch nichts falsch machen. Falls dann die eine Seite halt zu dreckig ist, umdrehen, mit der anderen Seite weiterarbeiten. Bis zu 50 Quadratmeter maximal. Und dann entweder waschen, ob es jetzt, wenn es jetzt Mehrweg ist, natürlich waschen. Einweg kann man dann wegschmeißen. Das war's. Viel falsch kann man nicht machen. Viel falsch kann man beim Feuchtwischen nicht machen. Man sollte natürlich beachten, dass man eine glatte Oberfläche hat. Und zum Beispiel Linoleum, PVC, also elastische Bodenbelege. Beim genoppten Elastomer wird es schon schwieriger, sollte man, was heißt, wird es schon schwieriger, sollte man gar nicht verwenden, ist ja total sinnlos. Man kann es aber auch bei Holzböden verwenden. Diese müssten auf jeden Fall dann versiegelt sein, weil wir wissen ja, Holz zieht Feuchtigkeit an und ja, Problem. Also wie gesagt, man kann nicht viel falsch machen. Außer dass halt bei Ölimprägnierten zum Beispiel, Ölimprägnierte können, wenn es zu ölig ist, kann es natürlich die Trittsicherheit beeinträchtigen. Genauso wie wenn es zu nass ist, kann es natürlich auch die Trittsicherheit beeinträchtigen. Zum Beispiel, also Schäden an sich können ja, sagen wir, nur am Menschen entstehen, der zum Beispiel jetzt beim Öl ausrutscht. Also so gesehen kann es nur ein ungenügendes Reinigungsergebnis sein, dass entweder A, der Staub aufgewirbelt wird oder B, halt, dass nicht ordentlich Staub aufgenommen wurde, dass die Ecken nicht ordentlich gereinigt worden sind.
Mehr kann da auch nicht passieren. Das war's von mir, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könntet was mitnehmen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.